Hey, hallo Leute, kommen zurück zu Legend of Zelda Breath of the Time. Ocarina. Breath of the Time Ocarina, das ist der vollständige Name. Genau. Twilight Times. Twilight Breath. Hier komme ich nicht weiter. Und das ist überhaupt nicht gut, dass du da nicht weiterkommst. Das kriegen wir hin, da oben ist so ein Ding da. Erstmal ein Ründchen im Kreis gehen. Wieso ist da ein fucking Stein? Da nicht durch, hat's. Das ist da, aber warum nicht? Wozu? Das ist doch Mobbing! Das ist richtig. Willst du einfach mal kurz deinen Enterhaken aus? Ja. Damit so ganz kurz. Ja, ich bin nicht doof. Da oben ist eine sprengbare Wand, falls du willst. Wo? Oben. Was sind drin? 1, 2, 3, 18 Rubine. Wo? Ach, da. Nein. Wer die 18 Rubine nicht ehrt, sind die 20 nicht wert. Sag ich immer. 18, sagt er. Ja, es sind 18 Rubine. Ach so. Wir reden hier nicht über Farben, okay? Wir sind nicht rassistisch. Was macht der Typ da? Was macht das Ding da unten? Ja, das wirst du noch früh genug erfahren. Das war sehr beeindruckend, wie du zur Seite gesprungen bist. Ich denke. Das Skill-Level ist heute sehr hoch. Oh. Ja, wie komme ich denn da rüber? Achso, warte. Was macht das Ding da oben? Kann ich an die Dinger ranziehen? Rambo. Was ist da gerade runtergeflogen? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Wie kann man töten? Das ist Gegner? Scheinbar. Hä? Wie Rand? Was ist das denn? Das ist super gruselig. Tommy, kennst du Chihiros Reise ins... Nicht Chihiros Reise ins Zauberland. Doch, gibt's ja auch die Viecher, oder? Ja, diese ganz kleinen Viecher, die irgendwelchen... Ja, die Rußteile. Machen. Wurde ich gerade durch den Damage wieder zum Link? Sah so aus, ja. Okay, Bewegung bleiben. Auf AI kann ich nicht, stimmt. Möchtest du den Opa umschalten? Ich bin mir nicht sicher. Ja, möchtest du. Habe ich auch. Ich meine, wenn das Spiel dir den Opa gibt, dann hau drauf. Das ist immer noch kein Opa für mich, aber okay. Ich bin mir auch nicht sicher. Ah, gut. Johnny sieht dann Opa. Oh, hey, Boss. Kriege ich hier noch ein paar Leben, ne? Ja, theoretisch. Ah. Aber ich brauche die Magie, gell? Ich brauche diesen Staub beim Boss. Richtig? Nimmt man sie auf sich. Ich glaube, sie haben einen Boss gemacht, der diesen Stab braucht. Ja, glaube ich. Und du bist sicher, dass sie nicht einfach den Enterhaken haben möchtest? Nein, die kommen doch zu mir. Ja, aber der Enterhaken macht hier super kurzzeitig. Oh. Merken, dass du diesen Boss nicht machen möchtest, wenn du nicht das orange Schwert hast. Halt dir so viel aus. Merkst du nicht, wie lange du auf die Augen haust? Mit dem Schwert? Hab ich gerade einen Safe Spot? Das kann sein. Oh ne, oh. Die Blitze nicht. Hier ist ein Dog. Nö.
Wenn ich den Feuerstab. Kavu! Er ist gut. Er ist gut! Es trifft nicht. Es trifft nicht. Er ist halt immun. Ey! Meinst du, wie schleimig das Auge ist? Natürlich ist er immun gegen Feuer. Und Eis? Ich weiß nicht. Also der Boss ist sehr anspruchsvoll, muss ich schon sagen. Du kannst dich in die Ecke stellen und spammen, oder? Und du schaffst den Boss. Ja. Fun Fact, man kann ihn nicht mehr ins Menü in dem Moment. Oh, kann doch nicht speichern. Kann immer noch nicht ins Menü. Gib mir die Erfahrungspunkte. Das! Danke, Link. Ich bin das eine der sieben Nachfahren, diesen Weisen. Boss. Du kannst uns alle retten. Ich glaube, ich war der erste nicht nervige Boss. Goldene Macht. Triforce, Ganon. Gibt's einen Vorspulbutton jetzt oder nicht? Nein. Ich will jetzt nicht gucken. Aghanim. Mädchen. Kräfte, Ganon. Lomi, weißt du was? Kristalle. Der hat deinen schon Spaß gemacht. Ja. Also ich habe ihn auch nicht schlimm in Erinnerung. Ich habe ihn halt nur schlecht in Erinnerung, weil ich weiß nicht. Bis auf das dumme Loch und so. In das ich nie reingesprungen wäre. Bis auf das. Das ist ein guter Dungeon. Mit einem Boss, der wirklich einfach war, aber besser als ein Bullshit-Boss. Ja. Bin sehr enttäuscht, dass ich das nicht gebraucht habe beim Boss, aber okay. Dann können wir ja jetzt allmählich in die Lichtröhre gehen. Oder gibt es hier noch was zum Entdecken? Vermutlich nicht. Nö, eigentlich nicht. Also, los geht's. Aber ich bin hier. Da drunter. Loot. Erzteil. Hey, ich bin hier. Oh nein. Ah, also was? Wir machen einfach irgendwas. Wie schwer kann das schon werden? Ich hab's weh. Ach, den kann man nicht schieben. Das war schwer. Das war unglaublich schwer. Gut. Dann kannst du dich ja wieder umhervögeln. Oh, mit Vögeln kenne ich mich nicht aus. Und dann möchtest du zur... Wollen wir gleich zur 7 oder gleich zum nächsten Dungeon oder wollen wir gleich noch ein bisschen was... Ne, wir gucken, wir holen uns noch ein bisschen Stuff. Gut, finde ich gut. Dann gehen wir erstmal zu 3. Dann gehen wir nach oben. Ich will weiterspielen. Hin. Nach oben. Nach oben raus. So. Das ist falsch oben. Und dann wollen wir nach rechts. Bis zum Friedhof. Auf zum Friedhof! Friedhof. Das ist nicht Friedhof. Nein. Die Kathedrale. Sieht man noch. Friedhof. Wir können jetzt diese schwarzen Steine hochheben, schon seit 8 Dungeons oder so. Yeah. Holen wir uns doch mal das Item, was da ist. Oh ja, hier war was. Weißt du? Was wir jetzt haben können sollen. Weißt du, wie ich Wind Waker damals gespielt habe?
Ich habe mir die Karte aufgemalt, mir überall hingeschrieben, wo ich noch was holen kann, was ich eventuell da brauchen könnte. Cool. Ja. Ich mache mir für sowas einfach die Hilfskarten von Zelda Chronicles auf. Ja, wenn du sind lame machen willst. Wie funktioniert das? Sag mal, ich hab's ja wenigstens richtig gemacht. Was soll ich machen? Ich glaube, du musst gegensprinten. Klar, warum nicht? Warum nicht einfach schieben? Aber ja, als Kind habe ich das auch gemacht. Ja, war spaßig. Cool. Mit dem Umhang bist du jetzt übrigens, ich glaube, unverwundbar. Und damit gehen wir jetzt Vogel. Sir Vogel. Damit gehen wir jetzt nochmal zu 1. Flöt doch schneller! Das sind Geister! Oh, was will ich hier schon wieder? Nun willst du erstmal nach oben. Komm ich hoch. Du bist unverwundbar, wenn du das Ding benutzt. Ja, Magie. Teuer. Ich weiß. Bist du unverwundbar? Ich bin mir gar nicht sicher. Doch, bist du. Das ist irgendwie Mana. Ich habe letztens ein paar Videos geguckt, nicht paar, sondern zwei, drei, über das CGI Zelda. Und CGI Zelda? War doch CGI, oder? Dieses alte, dieses komische Zelda, wo Morgi gerade gespielt hat. Oh, das, CGI? Fatzen des Todes oder so. Ja, genau. Auf CGI kam das raus. Ab in die Schattenwelt. Ja, yeah. Und im zweiten Teil gibt es auch diesen Magieumhang, in dem du unverwundbar bist. Der kostet aber pro Einsatz 5 Rubine. Jeder Gegner droppt Rubine. Sobald du den Umhang hast, ist alles einfach fucking OP. Was will ich hier? Du möchtest da vorne runterspringen. Rechts. Du kannst das halbe Spiel mit diesem Umhang einfach schießen. Das ist nicht clever durchdacht. Oh, hier waren wir schon mal. Du brauchst den Hammer? Nein! Nicht den Stab. Nicht den Stab. Tatsächlich. Dick da, halt die Klappe. Und jetzt Damage boost ich mich durch. Funktioniert. Glaube ich dir. Müsste mit deiner Lebensanzahl sogar reichen. Du kannst auch einfach hoffen, dass du den Stab so lange benutzt, die Dings so lange benutzen kannst. Nein. Egal. Wie einfach Schaden kriegt du in der Animation. Das ist nicht cool. Hier ist keine Magie, oder? Wieso packen die hier? Einfach mit dem kann sie einfach rausspiegeln. Was ist das? Das ist Spinnerschau. Schwingen und ein Ring aus Licht wird dich schützen. So ein Ding. Oh nein, keine Magie mehr. Oh nein, keine Magie mehr. Okay, geht's echt nicht? Oh, das ist cool. Warum sind hier nicht Magieflaschen? Was soll der Schwachsinn? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ja, dann. Das ist, meine Freunde, schlechtes Game Design. Oder es ist geplant, sich durch zu Damage boosten. Das ist, glaube ich, nie geplant, sich durch zu Damage boosten. Nein. Okay. Warte, lass mich noch mal schnell gucken, was wir sonst noch so als Plan haben. Wie komme ich hin? Zum Opa. Hier? Der war da, ja. Opa! Ein paar Küsschen! Ich muss mich heilen! Halt die Klappe, du musst mich heilen.
Ja, meine Magie? Oh, Scheiße! Ja. Ich glaube, dann ist der Plan. Können wir das schon? Ich glaube schon. Wo können wir uns hin teleportieren? Ach. Da. Wir teleportieren uns. Wo teleportieren wir uns hin? Oh, Teleporter auf. Vorsicht, klein. Du bist dem Vogel ausgewichen. Bist du denn doof? Vogel! Ich bin hier! Das ist so Schwachsinn. Zu sieben. Oder vier. Sieben oder vier. Wo will ich hin? Sieben oder vier. Naja, wo will ich auf der Karte hin? Sieben oder vier. Gut, dann möchtest du runter. Gib mir deine Mana. Ein Herz. Damit ist dann links. Meine Weh? Okay. Ja. Die Magie zurück? Warum nicht? Das ist alles so nutzlos! Vorsicht, Bomben aus dem alten Krieg. Es wirklich Gabe geben wird. Will ich in die Anderswelt? Ja. Hey, mal hoch! Steh halt vor dem Stein! Ich stehe vor dem Stein! Ja, das Spiel sieht das aber anders. Ja, hab ich gemerkt. Dann möchtest du wieder hoch. Also rechts raus und dann hoch. Oh, und dann gucken wir mal, was in dem Linkshaus ist, oder? Bin ich nicht drin? Nein. Ich bin noch nie in das Haus gegangen. Nein. Wirklich nicht? Nein. Ich bin so sicher, dass ich da schon drin war. Ich war doch hier schon. Warst du das schon? Da, ich denke. Ich will doch... Es ist Wucher, ich hab nicht das Ding. Ich hab dich den Bomben angesprochen, ich hab dich angesprochen. Auf Bomben. 30 Bomben, 30 Stück, 100 Rubine. Superbombe für eine 100 Rubine. Ich will die Superbombe. Ja, du willst diese Bombe. Natürlich willst du diese Bombe. Vielen Dank. Was ist so. Hä? Gott, läuft jetzt hinterher. Wenn ich getroffen werde, macht sie Bomben. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß aber nicht, wohin. Ich damit möchtest du zu nach rechts. Ich sag dir einfach die Richtungen. Nach rechts und dann nach oben. Du hast die Bombe da liegen lassen. Hab ich gemerkt! Oh nein. Das wird Schwachsinn! Wieso geht die in die Luft, wenn da nicht... Komm schon! Den Timer? Bro, ich will mein Geld zurück. Nimm die Superbombe. Hey! Deine scheiß Bombe ist in die Luft gegangen, ohne dass ich was gemacht habe. Kannst du bitte mitkommen? Ich werde die First. Wie First? Das ist doch! Ich habe Sprengstoff, Alter! Die ist echt gefährlich, Bruder. Und dann nach oben. Nein. Kannst du versuchen, die Dinger abzufackeln, aber ich glaube, der Hammer ist effektiver. Fuck, da, fuck, da! Na, wohin? Nach hoch. Hoch und dann links. Jetzt links. Links. Erinnerst du dich an den Riss in der Pyramide? Nein. Sehr gut.
Da legen wir jetzt die Bombe vor. Ich habe echt Angst. Warum? Du hast doch noch einen Versuch. Was für ein Riss? Ich war hier nie. Doch, natürlich, hier bist du angekommen. Oh nein. Da ist sogar ein Timer daneben. Oh nein, das zählt nicht, oder? Was ein Bullshit. Ich wusste nicht mal, wie ich die Bombe ablege fürs Protokoll. Das hat sie ja manchmal gesagt. Ich hab's aber nicht gelesen. Es klingt, als wäre es nicht deine Schuld, als wäre es nicht die Schuld des Spiels. Habe ich gesagt, es ist Spielschuld? Nur gesagt, ich wusste nicht, wie man es ablegt. Geh weg! Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Bombe da hingebracht haben. Boah, ist geil. Und hier sind wir wieder! Perfekt. Die Bombe hat übrigens ein Gesicht. Böses Gesicht. Siehst du? Ja, da oben hat sie keins, aber wenn du sie legst. Oh! Hat sie auch ein Gesicht! Hol! Was ist das für eine kleine Zündschnur? Ja, das ist Short Fuse. Merk schon. Das ist ein falsches Trinket dabei. Wunder, Wunder, wirf etwas hinein und Wunder werden geschehen. Wirst du das tun? Du wolltest einen Bogen reinwerfen, oder? Ja. Oh Gott, nein. Nein. Vor allem dann ehrlich. Nein. Das muss belohnt werden. Nein, muss es nicht. Ist okay. Ich gehe aber. Kann ich aber wieder gehen? Nimm diese Silberpfeile. Du wirst die brauchen, um Gunner zu beziehen. Ja, okay, die nehme ich, aber mir. Dann gehe ich wieder, okay? Wie ich aussehe, ich weiß, früher war ich wirklich schön, aber heute... Ich weiß nicht, was du meinst. Nein. Heute bin ich noch viel schöner. Nein, sehe ich. Gunnan hat mich verunstaltet, um meinen Willen zu brechen. Deshalb vernichte ihn. Mach ich. Kann ich wieder gehen? Nein. Du wirfst da jetzt noch ein Schwert rein. Silberpfeile. Hey, brauche ich nicht die Lichtpfeile für Gunnan? Nein, in dem Teil brauchst du Silberpfeile. Kann ich ja auch stehen bleiben? Kann ich. Wunder, Wunder, wirf etwas hinein. Wunder werden geschehen. Es geht nur das Schwert und der Bogen. Da! Den brauche ich nicht mehr. Hast du das geworfen? Wenigstens bist du ehrlich. Ja, das muss belohnt werden. Bessere Schwerbung und bis macht diese Klinge. Also das ergibt Sinn, dass du das Masterschwert einfach verstärken kannst. Das sehe ich ein. Aber in OOT bekommst du ja einfach ein besseres Schwert. Ja, Skron, Großschwert oder wie immer das heißt. Das ergibt absolut keinen Sinn. Hier, das ist das Masterschwert. Das ist das Schwert der Götter. Ein stärkeres Schwert gibt's. Hier, nimm das bessere Schwert. Ja, du nimmst das Master-Schwert, damit kannst du das Böse bezwingen und es hat Mächte und es ist magisch und super stark und ja, hier, die Kronen können besser schmieden. Ja, sehe ich. Sicher, dass man das machen muss? Ja, man muss das machen. Okay, also okay. Das gelbe Schwert ist unnötig, aber du brauchst halt die Silberpfeile. Sagt dir irgendjemand, dass du hier eine Bombe legen sollst, die große? Ja. Okay, gut. Es sagt dir jemand, oh, da ist in der Pyramide. Da werden normale Bomben nicht ausreichen. Okay, und dann hörst du in dem im Geschäft heißt es Superbombe. Okay, gut. Genau. Ja, okay. Okay. Haben wir sonst noch irgendwelches optionales Scheiß, den man machen kann? Soll ich dieses schwachste Bienen? Kannst du bitte gehen? Damit die Biene zu stark. Hey, ich weiß. Na gut, dann gehen wir an den Lieblingsort. Auf zu Heras Turm. Was für ein Ding? Bonusberg. Ah, natürlich. Aber erst im nächsten Part. Oh.
und den ich hasse Bildern dieses Planschen. Schwachsinn. Guck mal, die haben mein Gesicht auf ihrem Schild. Ich war doch unverwundbar vom Teleportieren, oder? Ja. Geil. Geil. Ich weigere mich in diesem Part noch einen Schritt vor auf diesem Berg zu tun. Gut. Deswegen sehen wir uns nächstes Mal wieder. Tschüss. Tschüss.